bin niemals müde. Nun denn, dann begeben wir uns halt zurück ins Bett. Jetzt kann ich noch nicht einen PC... Ach, guck mal, der Stift liegt da. Aber ich habe ihn ja schon. Wenn das zumindest der Stift ist. Ja. Gehen wir mal zurück ins Zimmer. Wow, Kamera, Kamera. Zack. Und gehen wieder raus. Kann ich nicht wieder raus? Ich möchte wieder raus. Und ich kann wieder raus. Super, wie sie das Passwort nicht ändern. So, Lucy ist weg. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Scheinbar nicht. Nun denn, dann können wir es mal wieder in die PCs hacken. Mal schauen, was es da so gibt. Passwort geben wir natürlich zuverlässig ein. Willkommen, Lucy. Hallo. So, hier gibt es wieder nur die Fallakten Lila. Genau. Werde ich umgebracht. Das kennen wir ja schon. Ausgang. Ja, das haben wir auch schon gelesen, glaube ich. Gelöscht. Wow, ist das denn? Das sieht gruselig aus. Die Mail ist lang. Brauche Info zu Dia-Vorfall. Mindestens 20 starben bei Unfall. Nehme an, dass dies der Standort ist. Wenn nicht, dann sicher Aufbau. Sollten versuchen zu infiltrieren. Was ist das Ziel des Staats? Warum ist alles in Caps Lock? Ich möchte das direkt so genauso vorlesen, wie ich es jetzt gerade tue. Ich versuche es mal anders. Das ist von Lucy. Sender in niedriger Erdumlaufbahn für Artefakt. Ausweitung der Experimente zur konditionierten Reaktion von vor 5 Jahren. Falls erfolgreich, kontrollieren Sie alles. Was bedeutet alles? Unsere Gedanken. Was ist mit Desmond? Sie benutzen ihn, um ein weiteres Artefakt zu lokalisieren. Ich habe sie aufgehalten, aber sie sind jetzt nah dran. Weiß er von uns? Nein. Gut, das soll erst einmal so bleiben. Könnt ihr Hilfe schicken? Problem da unten? Von schnell günstige Medikamente. Du fragst dich, warum dich alle auslachen? Rate einmal. Wahrscheinlich besorgt es dir ein anderer, größer und besser als du. Wie kannst du hoffen, da mitzuhalten? Sei dir sicher. Es gibt Mittel und Wege. Klicke einfach auf den Link. Was zum Geier ist das denn? Hey, das ist doch von demselben... Hä? Okay. Lucy braucht also Viagra. Das haben wir jetzt heute gelernt. Gut, das war's hier schon. Dann gucken wir mal Warren, was es da so Neues gibt. Ich glaube, ich habe da in der vorherigen Aufnahme ein bisschen was vorgelesen. Da gab's was. Es war aber nicht besonders spannend. Da ging es um irgendwas. Nicht sehr Interessantes, glaube ich. So. Hallo. Was haben wir denn hier? Genau, die Tagesschlagzahl. Ich glaube, das haben wir alles. Ihr Stift, genau. Gelöscht. Okay, das fand ich super. Ich weiß, was ihr tut. Ich weiß, was ihr getan habt. Ich habe ihn gesehen. Er hatte eine Metallkugel. Sie ist aufgegangen. Alle wurden wahnsinnig. Schießen, stechen, haben sie in Stücke gerissen. Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe das Logo gesehen, den Namen gehört. Ich werde es erzählen. Jedem, der mir zuhört. Ihr werdet entdeckt. Sie werden die Wahrheit kennen. Dann werdet ihr bezahlen, ihr verrückten Bastarde. Ihr werdet bezahlen. Von einem unbekannten Absender mit dem Betreff Ich weiß. Ja. Interessante E-Mails gehen hier ein und aus. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mal, was das alles sein soll. Genau, das habe ich auch gelesen. Irgendeine Wassermanipulationsskandal im Krankenhaus. Ja, irgendwie auch wieder was ganz Fieses, aber ich glaube, das war nichts, nichts von großer Bedeutung. So, und dann waren wir auch schon überall. Gut, haben wir alles abgecheckt. Dann können wir ja wieder gehen. Ich finde es übrigens auch sehr schade, dass man gar nicht rausgucken kann oder so. Weiß man gar nicht, wo man ist. Man sieht gar nichts. Voll schade. Woo, Party! Ich bin alleine, yeah, yeah, on the Desmond in the house, und ich gehe da schlafen, wenn sonst nichts irgendwo passiert.
denke nicht, aber man kann ja nochmal alles nachgucken. Nope, nope. Auf dem Klo ist auch nichts los. Ist ja langweilig. So. Dann legen wir uns schnell ins Bett. Hui. Und so auf diese Seite, weil wir auf der nur einmal geschlafen haben. Wow, was ist das? Ihr werdet sehen. Der nächste Morgen. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein, unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Okay. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Sehr sympathisch, der Warren Widdick. Hallo, Lucy. Wie geht's dir heute? Erzähl mal was. Lucy. Hallo. Lucy? Lucy mag mich nicht. Na gut, dann gehe ich. Mit dem Warren will ich gar nicht nochmal reden. Das reicht mir schon. Und rein. Hui. Ich weiß nicht, ist das jetzt die letzte Sequenz? Die vorletzte? Das weiß ich gerade gar nicht. Zeit, das Programm zu starten. Ah, die vorletzte haben wir jetzt. Die 6. Glaube ich zumindest, dass das die vorletzte ist. Naja, fangen wir an. Sequenz 6, glaube ich. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Sprinten Sie, um Gegner abzuwehren. Das mache ich oft. Springen Sie durch Marktstädte. Entweder alle abmetzeln oder einfach weglaufen. Tretet ein, mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Alter hier. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumte, träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Alter hier. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen ihr und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen wir. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken. Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair.
Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, alter Ihr. Bringt es jetzt zu Ende. Die Taube, die durch Glas fliegt. Ich schwöre, die fliegt durch Glas. Was soll der Mist? Na egal. Robert de Sable ist also unser letztes Ziel. Boah, geil. Aber denk mal, episches Zeug erhalten. Extra Wurfmesser haben wir auch. Ja, Klinge. Immer da, alles supi. Nehmen wir mal den waghalsigen Weg. Hui! So. Verlieren. Verlieren aber gleich Schaden und verpieseln uns. Ach, da ist ja so ein Dingens. Ach, egal. Ich könnte hier eigentlich auch durch die Gegend klettern, aber muss ich ja nicht. Ich muss übrigens auch sagen, dass ich die Burg... Upsala. Dass ich die Burg sehr schön finde. Wenn man sich hier so anschaut, ist es echt schön. Sehr groß vor allem auch. Sehr unauffällig für Assassin. Naja. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Neues lernen können. Alter, mich denkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ach, genau, vielleicht könnt ihr mir zeigen, was ihr wisst. Immer noch nichts Neues. Na gut. Da habe ich mich gerade eben verlesen. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich auch. Denn jetzt geht's nach Jerusalem. Robert de Sable killen. Oh, ich muss niesen. Ah. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Nein, krieg ich nicht. Hohe Gebäude können auch zur Orientierung in einer Stadt genutzt werden. Und gleich sind wir da. So. Und von einer Zwischensequenz zur nächsten. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließt. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet. Vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das wann und wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Das werden wir sein. Das werden wir sein. Südwesten und Süden war das, richtig? Ich meine schon. So. Gut, dass ich da voll viel habe. Ja. Dann mal los, ne? Ich würde sagen, hier haben wir ja schon ein paar Aussichtstürme, aber ist nicht so viel passiert. Ich gehe mal einfach mal direkt hier hin. Er meint doch westlich von hier, ne? Ich habe mich nicht verhört, glaube ich. Du dreckiger Dieb! Ich werde dich sonst noch was lehren. Ich werde dich das Recht lehren. So.
ne, Adolf-Hitler-Witze gehören zu jedem Let's Play dazu, wie Cornflakes zum Frühstück. Ja. Zup und zup. Und hoch. Heieieiei. Und dahin. So, gehen wir mal hier hoch. Na. Dann haben wir schon bald rubersables Blut auf unserer Klinge. Na, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Na, kommst du? Alter, ihr. Was machst du denn eigentlich? Was kannst du eigentlich? Willst du mal bitte? Ja, danke. War das jetzt so schwierig? Nein, war es nicht. Dankeschön. Da. Ich hoffe, wir kriegen jetzt schon vielleicht etwas. Mal sehen. Nein, tun wir nicht. Aber dafür kriegen wir noch mehr Aussichtstürme, die wir finden können. Zack. Ja. Eieiei. Warum? Geh weg. Ich will niemanden nur irgendwas retten. Weg. Alle weg. Die Behinderten, die Besoffenen und die Wächter. Alle weg, bitte. Ich habe mit euch nichts zu tun. Lass mich einfach hochklettern. Ich mach doch da niemanden was. Ich kletter doch nur ganz ruhig hoch, schau mir die Karte an und dann ist alles gut. Ich mach doch nichts. Ich bin völlig unschuldig. Von allem. Guck mal, ich synchronisiere hier, ist ganz brav. Aber wenn ihr mich angreift, ja, dann mache ich Stress. Natürlich mache ich da Stress. Das ist wie so Leute, die nach Wespen hauen, solange die in der Nähe kommen. Natürlich stechen die dann. Natürlich tun die das, wenn ihr die aggro macht. Weil wenn die das in Ruhe lässt, dann passiert auch nichts. Dasselbe mit Alter ihr. Lass mich in Ruhe, es passiert nichts. Ganz einfach. Aber nein. Man braucht ja nur an denen vorbeigehen. Schon werden sie aggro. So. La. Lass mich in Ruhe, ich möchte noch ein paar Leute befragen gehen. Eine kleine Spende. So, da oben nehme ich. Ah, super, voll viele Waffen. Ich finde, ich töte ihn schon mal. Ganz unauffällig. Redet mit ihnen. Was Zugeständnisse? Sollst du irgendwo wachen? Zusammen dahin können wir endlich den so oft versprochenen Frieden wahrmachen. Gott verdamme euch! Zu lange werde ich hier bleiben. Ja, weil ich das nicht irgendwer mal sieht. So, komm. Ich hätte einfach gern die ganzen Wachen hier weg, weil sonst, wenn ich in der Befragung bin, stressen die so. Weil ich fange den an ja zu hauen. Oder kommen die Wachen und meinen, mir da auch eine irgendwie aus der Rübe zu hauen. Verrückterweise mit Messern, obwohl ich einfach nur ein bisschen was die Kasse schlage. Ich weiß gar nicht, was das Wasser so auffällig ist. So. Wir stehen auf einer Schwelle. Überschreiten wir sie, leiten wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. Empfangen diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morden schaffen. Wir müssen stark sein, wir müssen tapfer sein und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf das wir einst... Weißt du, der gerade ganz in der Ecke.